Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Weiter geht's, wir stellen uns heute der Kampfprüfung des Donnerdrachen Ranel. Huxel, möchtest du einen Kampf bestreiten oder dich nach Sairen begeben? Ich möchte einen Kampf bestreiten. Ein Kampf also, ich mag deinen Enthusiasmus. In diesem Kampf wirst du auf die stärksten Gegner treffen, die du bisher bekämpft hast. Ich werde nun meine Macht dafür nutzen, einige deiner alten Kämpfe zu reproduzieren. Gewinnst du sie, erwartet dich ein Preis. Einer der Preise ist ein unglaublich starker Schild, aber ziehe nicht sorglos ins Gefecht. Wenn du verlierst, dann war's das. Ohne Blessuren wirst du wohl kaum aus dem Kampf hervorgehen. Bist du dennoch bereit? Ja. So spricht ein wahrer Krieger. Nun gut, womit wollen wir beginnen? Denke an einen Feind, den du im Laufe deines Abenteuers bekämpft hast. Wann genau fand dieser Kampf statt? Ja, nehmen wir erstmal einen Gegner, der später kam, ne? Also wir fangen mal mit den schweren Gegnern an. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, von schwer nach leicht. Wie wäre es mit etwas Aktuellerem? Die einzige Herausforderung für dich wäre ein Kampf gegen den Verbannten. Der Verbannte soll es sein. Auch den dritten Kampf gegen ihn führtest du im Siegelhain. Oh, fast hätte ich vergessen, etwas äußerst Wichtiges zu erwähnen. In den Kämpfen kannst du nur Items einsetzen, die du damals bereits besessen hast. Und du kannst kein Item aus deiner Abenteurertasche einsetzen. Oh, was? Echt? Okay, das ist natürlich super mies. Dann kann ich meine Feen gar nicht benutzen. Und die Heiltränke auch nicht. Boah, okay. Dein Gegner mag stark sein, aber du konntest ihn schon einmal besiegen. Es ist also kein unfairer Kampf. Aber weil du es bist, drücke ich gerne ein Auge zu. Ich erlaube dir, im Kampf einen Schild zu tragen. Möchtest du mit deiner aktuellen Ausrüstung in den Kampf ziehen? Nee, Moment. Moment! Moment, also ich kann keine Feen benutzen. Kein Herztrank. Der Schild ist natürlich super. Na gut, ich meine, wir haben den guten Schild und wir haben das Masterschwert, ne? Also es sollte alles trotzdem ein bisschen leichter sein. Was ist denn mit dem Rüstungstrank? Wenn ich den jetzt trinke, wirkt der dann noch in den Kämpfen? Ich würde sagen, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ja, wird schon passen. So, nochmal das ganze Palaver. Oh, das heißt, ich muss jetzt nochmal gegen den Verbannten kämpfen. Ja, you heißersa. So, los geht's. Bereite dich auf das Schlimmste vor. Okay, jetzt geht's auch instant los. Hey, mit einem Timer. Und tatsächlich, der Trank wirkt. Okay, okay, okay. Moment. Das kriegen wir schon gebacken, Leute. Also zumindest kenne ich ja alle Kämpfe. Was habe ich denn? Ah, ich habe den Bogen. Okay. Boah, das dürfte interessant werden. Wobei, es ist die dritte Version des Kampfes. Das heißt, der fängt ja gleich an zu fliegen. Die dritte Version war eigentlich die leichteste Version, finde ich. Okay, ich bin zum Glück gerade noch unbesiegbar. Boah, es ist so mies, vor ihn zu kommen. Ach, ich baller den jetzt einfach nochmal ab. Es war auf jeden Fall eine gute Idee, den Kampf nach vorne zu setzen. Ich hoffe, ich darf mir jetzt jeden Kampf aussuchen. Ach, die Ausdauer. Nee, die nervt mich nicht. So, okay, okay, okay. Also nach unten.
Sehr schön, Treffer Nummer 1. Als nächstes muss ich ihn ja in der Luft abschießen. Das geht natürlich flott. Boah, ich glaube, der Part wird heute ein bisschen länger. So. Ballern, ballern, ballern. Ja, es ist schon von Vorteil zu wissen, was man machen muss. Und als letztes muss ich mich dann auf ihn draufschießen, ne? So war das doch. Ja, also ich werde auf jeden Fall die Bestzeit unterbieten. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, ist wirklich 1:1 der Kampf, okay. So, dann nach oben. Boah, das mit dem Rüstungstrank, das war so eine gute Idee, ne? Da bin ich schon ein bisschen stolz. Ich hoffe, der hält jetzt auch ein bisschen. Sehr schön, und das war's. 2 Minuten 29. Sehr, sehr gute Zeit, würde ich sagen. Aber Kampf 1 und 2 kommen vermutlich auch noch. Der zweite Kampf war eigentlich der schlimmste. Das war meiner Meinung nach der unangenehmste. Ach so, wie viele Kämpfe muss ich überhaupt gewinnen? Um hier den guten Schild zu kriegen. Potzblitzhuxel, das war unglaublich. Du bist ein wahrer Krieger. Du hast für den Verbannten 2:29 benötigt. Doch das ist noch nicht alles. Da du diesen Gegner für mich zum ersten Mal besiegt hast, erhältst du das hier. Oh, ein bisschen Geld. 50 Rubine. Sehr schön. Was hältst du davon, dich in einem weiteren Kampf zu versuchen? Es soll auch nicht zu deinem Nachteil sein. Je mehr Kämpfe du in Folge gewinnst, desto besser der Preis. Ich habe hier zum Beispiel einen enorm harten Schild. Na, habe ich dein Interesse geweckt? Bist dir sicher bewusst, dass dich ein Kampf das Leben kosten kann? Vergiss nicht, dass der Zustand deines Schildes und die Anzahl deiner Herzen für alle weiteren Kämpfe übernommen werden. Das verleiht den Kämpfen einen noch größeren Anspruch, findest du nicht auch? Wenn du jetzt aufhörst, erhältst du von mir 20 Rubine. Nee, wir wollen natürlich fortfahren. Das ist die richtige Einstellung. Aber es gibt dann noch etwas, das du wissen solltest. Bestreitest du mehrere Kämpfe in Folge, wähle ich den Kampf aus, der als nächstes folgen soll. Weniger Arbeit für dich, dafür umso mehr Spannung. So genug geplaudert, Zeit, sich ins Getümmel zu stürzen. Boah, der redet ganz schön viel. Oh, Girahim, Hallöchen! Du alte Bratwurst, lange nicht gesehen. Okay, easy der Kampf. Ist vor allen Dingen Variante 1, ne? Ja, wir machen mit dem Masterschwert halt wirklich so viel Schaden, dass die Phasen einfach kürzer werden. Du-di-du-di-dum. Oh, wieso treffe ich ihn denn jetzt nicht? Aber vor allen Dingen, ich kann hier doch an der Seite Herzchen sammeln, ne? Stimmt! Krieg ich ja hier Herzchen in der Arena. Von wegen, man hat immer die gleiche Anzahl an Herzchen. Da habe ich mich beim ersten Mal aber besser angestellt. So, jetzt geht's doch. Ach, ich sammle jetzt nochmal mehr Herzchen.
Und es war's schon. Okay. Sehr, sehr easy. So. 1,26 für Girahim. 50 Rubine kriegen wir. Hörst du nach dem nächsten Kampf auf, gibt es 100 Rubine. Ja, wir machen jetzt einfach mal weiter, würde ich sagen. Kampf Nummer 3. Du musst noch 7-mal erfolgreich kämpfen, um alle Gegner zu besiegen. Doch genug der Erklärungen. Lass nun den Worten Taten folgen. Was haben wir jetzt? Och, ihn! Oh, was müsste man denn da nochmal machen? Oh, was müsste man denn nochmal machen? Was müsste man denn nochmal machen? Ach, genau. Bomben werfen, oder? Ach genau, der muss die einsaugen, die Bomben. Boah, ganz schön lange her, der Kampf. Ja gut, aber da machen wir ja auch viel Schaden jetzt. Okay, läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut gerade. Hey! Und das war's. Boah. Ja, mit dem Masterschwert macht man so viel Damage. Das ist echt krass. 1:10. Und ich habe noch alle Herzchen, glaube ich. Gut gemacht. Und wieder einmal konnte ich Zeuge eines erstklassigen Kampfes werden. So, 1:10 haben wir gebraucht. Wir kriegen wieder 50 Rubine. Wenn du jetzt aufhörst, erhältst du 100 Rubine. Oh, nach dem nächsten Kampf gibt es ein Herzteil. Sehr schön. Na gut, Kampf Nummer 4. Was kriegen wir denn jetzt? Oh, nochmal, Girahim. Ja, der Kampf war ein bisschen seltsamer, da wusste ich nicht so genau, was ich machen muss. Ich glaube, da habe ich auch angetäuscht. Ja, es geht schon klar. Auch hier profitieren wir ja wieder von dem Masterschwert. Ach stimmt, und diese Phase, die war recht easy, glaube ich, gegen ihn, genau. Hey! Hat er die Richtung gewechselt? Gibt's hier Herzchen? Ey, hier gibt's gar keine Herzchen diesmal. Mann, der steckt aber auch viel ein. Zum Glück habe ich den guten Schild. Okay, und das war's. 1,48. Ja, ist, glaube ich, ganz in Ordnung für den Kampf. 1,48. Wir kriegen wieder 50 Rubine. Wenn du jetzt aufhörst, erhältst du von mir ein Herzteil. Nö, wir machen immer noch weiter. Kampf Nummer 5. Komm schon, irgendwas Leichtes. Ich brauche auf jeden Fall Herzchen. Ach, er. Er ist super. Ah, okay, ein Herz. Ein Herz.
Das ist Kampf Nummer 1? Gegen ihn? Ich glaube ja, ne? Da ist er noch so langsam. Ja, ich glaube, das ist der erste Kampf. Ach stimmt, die hatte auch gar keine Arme. Ja, okay, das ist die Easy-Variante. Bin ja auch wieder voll geheilt. Ich könnte theoretisch von oben auch direkt auf seinen Kopf springen, aber... Das mache ich jetzt mal nicht. Achso, hier hatten wir noch gar keinen Bogen, stimmt. Schade, schade, schade. Also hier muss ich definitiv mit dem Schwert arbeiten. Okay, sehr gut. Ja, läuft ja ganz vernünftig. Okay, und der letzte Treffer. Ich hoffe mal, er kriecht jetzt nicht ganz so weit nach oben. Ja, jetzt brüll hier nicht so rum, du Schnuffi. Okay, und der letzte Treffer, jetzt nur noch nach vorne laufen. Und dann haben wir den auch. Also die Kämpfe gegen den Verbanden, die dauern immer so lange, ne? Zwei Minuten acht. Ja, wobei. Ist auch nicht dramatisch länger als der letzte Kampf gegen Girahim. Also bis jetzt habe ich ja noch nicht so richtig kassiert, ne? Das ist ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen. Gut gemacht! 2 Minuten 8. 50 Rubine. Wenn ich jetzt aufhöre, kriege ich 300. Wir fahren aber fort. Das ist die richtige Einstellung. Es folgt Kampf Nummer 6. Och, natürlich nochmal. Ja, witzig. Oh, also ich hab's aber auch mit dem, ne? Okay. Also der zweite Kampf war definitiv der härteste. Och, jetzt fängt er auch an zu klettern. Ach stimmt, hier hatte ich ja die Kanone schon. Okay. Also ich freue mich auf jeden Fall nicht, dass ich jetzt andauernd gegen ihn hier kämpfen muss. Und vor allen Dingen, dass man diese Animation nicht skippen kann, das ist ein bisschen ärgerlich. Na egal, so, Herzchen einsammeln, dann wieder zu seinem Kopf hin.
So, dann soll er mal ruhig wieder ballern. Dann können wir nämlich direkt wieder angreifen. Okay, den Rest mache ich mit dem Bogen. Sehr schön, ich stehe sogar hinter ihm. Links läuft sogar zur Seite, beziehungsweise Huxel. Sehr schön. Ist allgemein eine gute Idee, das so zu machen, glaube ich. Erstmal vorne angreifen, dann hinten. Dann lande ich ja immer genau bei seinem Kopf, ne? Jetzt muss ich leider extrem viel Weg wieder gut machen. Ich hoffe, ich kann ihn gleich nochmal abballern. Oh nein! Okay, 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 ich kann ihn abballern. Okay, okay, jetzt klettert er sowieso. Wie schon gesagt, also der zweite Kampf definitiv der blödeste. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Och, und jetzt kann ich die Kamera hier nicht drehen. Oh, jetzt fängt er schon wieder an zu klettern. Ich krieg die Krise. Ich hoffe, ich kann ihn gleich nochmal abballern. Okay, okay. Das war gut. Es fehlt nur noch ein so ein Pinöppel. Boah, und ich glaube, dann haben wir den Kampf endlich. Mann, 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 Mann. Diese Verbandenkämpfe, ne? Die hätten sie sich auch voll klemmen können. Zumindest in der Masse. Bisschen unnötig. Aber egal. Ende 3 Minuten 5. Holy moly. So, gut gemacht. 3 Minuten 5. 50 Rubine. Wenn du jetzt aufhörst, erhältst du von mir einen seltenen Schatz. Machen wir noch weiter, oder? Also kriege ich jetzt den Schild? Ist halt die Frage, ne? Kriege ich jetzt den Schild oder muss ich noch weiterspielen? Ich meine, ein Schild ist ja ein seltener Schatz, ne? Ach, wir spielen noch weiter. Kampf Nummer 7. Ah, okay. Das war ja easy. Einer der leichtesten Kämpfe im ganzen Spiel, finde ich.
Okay, sehr gut. Ich habe nur keine Pfeile mehr. Außerdem wäre es ganz schön, wenn wir hier irgendwo noch Herzchen kriegen würden. Hey! So, sind wir jetzt schon oben oder geht das hier unten noch weiter? Sehr schön. Okay, das war's mit der Phase. Jetzt müssen wir wirklich nach oben. Und diese Phase, die war ja eigentlich relativ leicht. Jetzt müssen wir diese Tentakel einmal abschneiden und dann wieder auf ihn ballern und dann war's das. Trotzdem ärgerlich, dass ich hier nirgendwo Herzchen kriege. Ich hoffe, wir haben gleich einen Kampf, wo wir wieder Herzchen bekommen. Hey! Oh, was gibt's doch gar nicht? Okay, jetzt. Oh, in dem Kampf habe ich wirklich kassiert. Krass. Ich glaube, mehr als beim ersten Mal ursprünglich. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ich kann nicht schnell genug angreifen. Ich schlag jetzt einfach durch. Solange, bis sich das Viech hinten bewegt. Oh mein Gott, mit dem letzten Pfeil. Ah, okay, das war schon lucky. Sehr schön. 3 Minuten 36, 50 Rubine. Ah, hörst du, nach dem nächsten Kampf auf, gibt es einen enorm harten Schild. Na dann machen wir noch eine Runde weiter. Kampf Nummer 8. Hey, okay, der ist easy. Sehr schön. Na, komm schon. Okay, jetzt nur noch die Mitte. Ja, los! Buddel dich jetzt aus, Kollege.
das war's. Oh mein Gott, so viele Kämpfe. Holy moly. Und gewonnen. Ja, jetzt hören wir aber wirklich auf. Ich will nur den Schild haben. Gut gemacht und wieder einmal konnte ich Zeuge eines erstklassigen Kampfes werden. Du hast für Mologard insgesamt 58 Sekunden benötigt. Doch das ist noch nicht alles, da du diesen Gegner für mich zum ersten Mal besiegt hast, erhältst du das hier. 50 Rubine. Wenn du jetzt aufhörst, erhältst du von mir einen enorm harten Schild. Na dann. Ich verstehe schon. Man muss es auch nicht übertreiben. Ein toter Held verbringt keine Heldentaten. Du hast dich trotz allem selbst übertroffen. Dafür bekommst du wie versprochen das hier. Hey, ach, das ist der Hylia-Schild. Ich wusste gar... Ach so, okay. Ich dachte, der wäre ein Upgrade von irgendwas. Er enthält die Macht des Helden. Nichts und niemand kann ihn zerstören. Okay, das ist natürlich eine sehr, sehr krasse Belohnung. Wenn dir der Sinn nach einem weiteren Kampf steht, schau ruhig wieder bei mir vorbei. Bis bald. Ach so, ja, jetzt müssen wir natürlich nochmal ein paar Kämpfe machen, um das Herzteil noch zu kriegen, ne? Ja, das Herzteil. Das möchte ich natürlich auch haben. Okay, aber ich würde sagen, diese Kämpfe, die gibt's für euch im Schnelldurchlauf. Was machen wir denn jetzt? Ein Feind vom Anfang am besten. Am Anfang deines Abenteurers. Girahim, der Verbannte. Ja, nehmen wir mal Girahim, ne? Nochmal. Okay. Na dann besorgen wir noch das Herzteilchen. Wie gesagt, im Schnelldurchlauf. Wenn du jetzt aufhörst, erhältst du von mir ein Herzteil. Jo, dann würde ich sagen, hören wir jetzt auf. Und wir bekommen tatsächlich ein Herzteil. Wenn dir der Sinn nach einem weiteren Kampf steht, schau ruhig wieder bei mir vorbei. Bis bald. Alter Schwede, Leute, was für ein Part. Das war ja schon etwas zähend. Naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.